Schön, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, nicht allzu viele vom Sturm weggeweht. Vielleicht kennt mich die eine oder andere oder der eine oder andere aus der Sendung mit der Maus. Ja, okay. Da sind welche. Gott sei Dank. Dann wisst ihr sicher, dass ich gerne experimentiere. Und was ihr wahrscheinlich nicht wisst, dass ich das schon seit fast 48 Jahren mache. Lange Zeit. Und wenn man das so lange macht, dann muss man Spaß dran haben. Und ich experimentiere wirklich gerne. Und irgendwann hat man mich gebeten, mal ein Buch zu schreiben über Experimente. So ein rotes Christophs Experimente. Dann habe ich noch eins geschrieben über Entdeckungen. Und über diese Experimente und die Entdeckungen möchte ich euch was erzählen. Und es ist so, wenn man so ein Buch schreibt, ist das was anderes als Fernsehen machen. Beim Buch muss man so nachdenken, weil so ein Buch, das steht ja länger im Regal und so, da wird auch später nochmal aufgeschlagen, also das ist was Dauernderes. Und das Erste, was ich überlegt habe vor dem Buchschreiben, war, was ist eigentlich ein Experiment? Und das ist relativ einfach, wenn man länger darüber nachdenkt. Das ist nichts weiter als ausprobieren. Ausprobieren machen wir jeden Tag, kein Problem. Das Nächste, was ich dann überlegt habe, da sitzt man vor so einem Blatt Papier und sagt, wie fange ich dieses Buch denn jetzt eigentlich an? Und dann habe ich gesagt, ja klar, am Anfang. Und, aber wann war der Anfang? Da musste ich Wissenschaftler fragen. Und die haben dann gesagt, ja okay, sagen wir mal, wo die Natur angefangen hat zu experimentieren, das war vor ungefähr 1 Milliarde Jahre. Da gab es so eine Art Schleim. So wie das, was man so aus der Nase manchmal rausholt. So Schleim. Und dann hat der Schleim sich so Hüllen gegeben, die ersten Zellen. Und dann haben sich da Zellen zusammengetan. 2, 4, 6, 8, 16. Und dann sind ganz viele Lebewesen entstanden. Pflanzen, Tiere. Und die meisten von diesen Lebewesen, von denen wissen wir nichts, die sind ausgestorben. Wir wissen, die müssten mal da gewesen sein, aber sind ausgestorben, wir wissen nichts von denen. Und vor ungefähr 1 Million Jahre, das ist ein bisschen weniger als 1 Milliarde, Tausendstel, da gab es auch ein Experiment der Natur, das waren die ersten Menschen. Und die ersten Menschen sind ausgestorben. Dann gab es nochmal erste Menschen, nochmal erste Menschen. So beim 5., 6. Versuch hat es dann geklappt. Da die Natur wollte offensichtlich Menschen auf der Erde haben. Ich weiß nicht, ob sie es heute bereut, aber egal. Die ersten Menschen, also beim 5. Versuch, die haben überlebt. Das sind wir, Homo sapiens sapiens. Und wir haben überlebt, obwohl die ersten Menschen, genau wie wir, nicht besonders gut laufen können, nicht besonders gut sehen. Zähne sind auch nicht so doll. So eigentlich gar nichts Besonderes. Die meisten Menschen, muss man sagen, das war Raubtierfutter. Aber die ersten Menschen hatten etwas, was besonders war, was anders war als bei den Tieren. Die hatten ein Gehirn. Das war größer als bei den Tieren. Und damit haben sie überlebt. Sie konnten nämlich was ausprobieren und daraus Schlüsse ziehen. Sie konnten daraus lernen. Sie konnten zum Beispiel sagen, wenn da so ein diese Beeren, wenn man die isst, da wird einem schlecht von und die sind ganz lecker. Und das sind Tiere, die laufen immer weg und mit denen kommt man gut aus, Hunde zum Beispiel. Und so haben die Menschen Sachen rausgekriegt, wie zum Beispiel, dass man Feuer machen kann. Feuer war eine ganz wichtige Entdeckung für die Menschen. Da konnten sie was braten und sie konnten auch länger aufbleiben. Weil sie mussten nicht schlafen gehen, wenn es dunkel wurde. Konnten sich noch was erzählen, konnten singen, tanzen. So was wir heute Kultur nennen, ist sicher am Feuer entstanden. Und so haben die Menschen so 1 Million Jahre gelebt und immer mehr rausgekriegt, dass man sich Felle überziehen kann, wenn einem kalt ist, dass man in Hütten leben kann, wie man jagt, lauter solche Sachen. Und vor ungefähr 20.000 Jahren hätten die Menschen aufhören können zu experimentieren. Sie waren nicht mehr vom Aussterben bedroht, aber
Sie hatten weiter experimentiert, ausprobiert, rumgeknobelt, weil sie gemerkt hatten, das bringt was. Das macht das Leben besser. Und so haben die alten Griechen ein Experiment gemacht, das für die keinen praktischen Nutzen hatte. Sie haben Bernstein genommen. Kennt ihr Bernstein? Ja? Wenn man Bernstein so in der Kleidung reibt und so eine Wollkleidung anhat, dann richten sich die Härchen da auf. Ich habe jetzt keinen Bernstein dabei, das ist ja Schmuck, aber ich habe hier einen Luftballon und statt der Wollhärchen an der Kleidung habe ich hier so Schnipsel aus meinem Büro mitgebracht. Und dann gucken wir mal, was da passiert. So, wenn ich jetzt hier diesen Ballon an die Schnipsel halte, Achtung, passiert nichts. Wenn ich aber den Ballon an meinen Haaren reibe, die ich heute Morgen frisch gewaschen habe, dann springen die. Ja, sind mir schon mal besser gesprungen. Mal gucken, was sich da machen lässt. Meine Haare stehen so ein bisschen ab, ja? Gut. Ah, dann springen die und einer ist sogar kleben geblieben. Dieses Experiment, habe ich ja schon gesagt, war für die alten Griechen ohne praktischen Nutzen. Aber für uns ist es sehr wichtig. Und ihr werdet auch sofort verstehen, warum. Wenn ich euch sage, was Bernstein auf Griechisch heißt. Bernstein heißt auf Griechisch Elektron. Elektron, das klingt schon so, ne? Wie Elektrizität. Das nächste Experiment in dem Bereich, das hat noch mal ein paar tausend Jahre gedauert. Das hat ein Amerikaner gemacht, der hieß Benjamin Franklin. Der hat einen Drachen steigen lassen, mitten im Gewitter und hatte furchtbares Glück, dass der Blitz da nicht eingeschlagen ist. Dann hätte er von dem Experiment nicht mehr erzählen können. Aber der Blitz ist nicht eingeschlagen und unten an die Drachenschnur, weil er schon so einen Verdacht hatte, hatte der Benjamin Franklin einen Schlüssel angebunden, so ein Metallstück. Und von dem Schlüssel zur Erde sind Funken gesprungen. Und er hatte gedacht, ah, da ist was in der Luft beim Gewitter. Und er hat sich gedacht, dass das daran liegt, dass die Wolken sich aneinander reiben, so wie der Bernstein an der Kleidung, und hat gesagt, das, was da in der Luft ist, das ist Elektrizität. Dass die Wolken aneinander reiben, stimmt zwar nicht, aber egal. Wissenschaft hat oft sich geirrt. Kein Problem, gehört dazu. Aber so hat die Elektrizität ihren Namen bekommen. Benjamin Franklin hat noch einen Blitzableiter erfunden, und es wurden noch viele, viele weitere Experimente gemacht, bis wir heute Elektrizität wie selbstverständlich benutzen. Und Handys, Computer, hat alles mal mit dem griechischen Bernstein angefangen. Die Griechen haben gerne experimentiert und die haben am Meer gelebt, deswegen haben sie auch gerne mit Wasser experimentiert. Und ich zeige euch jetzt ein paar Experimente, die ihr auch in der Badewanne machen könnt. Ja, Badewanne. Hier habe ich so eine Art Badewanne. Und wenn man da so einen Zahnputzbecher nimmt oder so ein Glas und das kopfüber eintaucht und dann so ein bisschen zur Seite kippt, dann sieht man, dass die Luft da drin bleibt. Und umgekehrt, wenn das Glas voll ist, dann muss man es ganz rausziehen, bis das Wasser rauskommt. Könnt ihr ganz leicht in der Badewanne machen. Und dann hat ein Grieche mit dem berühmten Namen, der ist berühmt damit geworden, Archimedes, der hat ein Experiment gemacht, der hat sich in die Badewanne gesetzt und hat gemerkt, oh, da steigt das Wasser an. Wenn ich das hier mit dieser Schüssel mache und dann hier das Glas mit der Luft da drin eintauche,
dann läuft dir die Badewanne über. Und da haben die Griechen gedacht, das ist ja merkwürdig. Die Badewanne läuft über und das ist doch nur Luft da drin. Die Luft scheint also das Wasser wegzudrücken. Und da haben die Griechen gedacht, okay, Luft ist also nicht nichts. Luft ist ein Körper. Wenn Luft Wasser wegdrücken kann, ist Luft ein Körper. So wie Wasser ein Körper ist oder feste Körper. Und Körper heißt auf Griechisch Physis, da kommt das Wort Physik. Und dann haben sie auch gleich ein Naturgesetz aufgestellt und haben gesagt, okay, wenn die Luft das Wasser wegdrückt, dann scheint es so zu sein, dass wo ein Körper ist, kein anderer sein kann. Und damit hat auch das nächste Experiment zu tun, dass sie das Knete. Wisst ihr, ob Knete schwimmen kann? Ja. Also, ich hab nicht alle gehört. Also, wenn die Knete eine Kugel ist, kann sie nicht schwimmen. Und wenn die Knete hohl ist, dann schwimmt sie. Also, Frage 1. Kann Knete schwimmen? Schauen wir mal. Knete schwimmt nicht. Klar. Aber jetzt schauen wir mal. Du hast gesagt, wenn die innen hohl ist, innen hohl, dann müssen wir die kneten, die Knete. Schauen wir mal. Sehr weise bemerkt. Knete heißt Knete, weil man sie kneten kann, weil sie sozusagen knetbar ist. Um das mal ein bisschen anders auszudrücken. Ja, sehr schön. Gut. Hier Knete, hier ist so ein kleines, ja, so eine kleine Delle, ja. Schauen wir mal. Das ist jetzt dasselbe Stück Knete. Kann Knete schwimmen? Und ihr müsst überlegen, was hat das damit zu tun, dass wo ein Körper ist, kein anderer sein kann? Ne, das ist ja, hat damit nämlich zu tun. So, Knete schwimmt. Doch! So. Was hat das damit zu tun, dass wo ein Körper ist, kein anderer sein kann? Die Knete drückt Wasser weg. Und was macht das Wasser? Das drückt zurück. Die Knete verdrängt Wasser, sagt man. Und dann ist da auch noch Luft sozusagen und Knete zusammen. Und Luft und Knete zusammen, wenn man das addiert, addiert heißt das, ne? Dann ist es leichter als Luft, als das Wasser. Und was leichter als das Wasser? Das schwimmt. Was leichter als das Wasser, das schwimmt. Hier zum Beispiel ein Ei. So ein Ei. Ist das leichter als Wasser oder schwerer als Wasser? Was meint ihr? Schwerer? Ein frisches gekochtes Ei? Ja, frisches gekochtes Ei, schwerer. Okay, schauen wir mal. Dieses Ei ist schwerer als Wasser. Ja, genau. Wunderbar. Dieses Ei ist schwerer als Wasser. Jetzt aber möchte ich durch Nachdenken, durch Geisteskraft, möchte ich, dass dieses Ei schwimmt. Und da muss man überlegen. Dieses Ei ist schwerer als Wasser. Was meinst du? Wenn man Salz reintut, okay. Ja, wenn man Salz reintut, das Ei ist also schwerer als Wasser, das bedeutet, das Wasser ist leichter als das Ei. Und du meinst, wenn man da Salz reintut, dann schwimmt das? Ja. Okay. Weil nämlich das Salz macht das Wasser schwerer. Salz macht das Wasser schwerer. Wir probieren das aus. Das ist jetzt eine Überlegung. Und ob die stimmt, das kriegen wir jetzt
mit diesem Experiment raus. Wenn ich hier diese Packung aufkriege, geht das noch besser. Ah, hier, eindrücken steht da. So. So. Bisschen Salz. Ja, hopp. Und ihr sagt Stopp, wenn es genug ist? Stopp, gut. So, jetzt müssen wir natürlich umrühren, damit sich das Salz auflöst, damit das Salz sozusagen Teil des Wassers wird und damit das Wasser schwerer wird. So schwer, dass das Ei schwimmt. Das Ei tanzt hier schön rum, wunderbar, aber haben wir vielleicht einen Denkfehler gemacht? Ha? Was meinst du? Du kennst dich doch aus. Ha? Bisschen mehr Salz? Gut, machen wir. Okay. Oh. Oh, komm, wir sparen jetzt nicht. Salz ist... Oh. So, nochmal umrühren. Und leider könnt ihr das Ei jetzt kaum noch sehen, aber vielleicht es schwimmt. Ich sage es euch, es schwimmt. Ich stelle es mal hier hin, das klärt sich gleich. Dann gucken wir da nochmal nach. So, wir haben ja schon gehört, dass Luft nicht nichts ist, aber jetzt zeige ich euch mit ein paar Experimenten, dass Luft sogar Kraft hat. Mein Lieblingsexperiment. So, ein Glas Wasser, das drehe ich jetzt mal um. Habt ihr gesehen? Nochmal. Und jetzt mache ich das nochmal. So, so. Okay. Und jetzt soll ich mal loslassen? Okay. Haha. Das bleibt da. Wer ist dafür verantwortlich, dass das Wasser da nicht rauskommt? Wer ist dafür verantwortlich? Ich sag's euch, es ist der Luftdruck. Du hast es gesagt, der Luftdruck. Der Luftdruck ist dafür verantwortlich. Der drückt dagegen, heißt ja auch Luftdruck, er drückt dagegen. Was meint ihr? Was meint ihr, wie hoch dieses Glas sein könnte, dass der Luftdruck immer noch stark genug ist, um das Papier hier zu halten? Was meint ihr? Hä? Hä? Doppelt so viel? Mehr. Wie viel Meter? Ja? Ja? Sag's ruhig. 2 Meter? Mehr als 2 Meter. Wer bietet mehr? Ja? 5 Meter. Wer bietet mehr? 8 Meter. Wer bietet mehr? 9 Meter. Wer bietet mehr? 10 Meter. Genau, 10 Meter. 10 Meter könnte dieses Glas hoch sein. Das hat einer rausgekriegt. Da hieß Otto von Guericke in Magdeburg und der hatte an seinem Haus ein Rohr mit Wasser drin. Das war 10 Meter lang und oben an dem Rohr hat er so einen kleinen Glascookie gehabt und wollte sehen, ist der Luftdruck jeden Tag gleich stark? Und hat rausgekriegt, der ist nicht jeden Tag gleich stark. Mal mehr, mal weniger, ein bisschen, ein paar Millimeter mehr oder weniger. Und hat ein Heft eingeschrieben und hat dann gesagt, okay, wenn der Luftdruck stark ist, dann ist das Wetter gut. Und wenn der Luftdruck fällt, dann regnet es bald. Wenn er jetzt heute nach der Tagesschau die Wetterkarte anguckt, Hochdruckgebiet, Tiefdruckgebiet, das ist der Luftdruck, der hier in Trier, an diesem Ort, hier gegendrückt. Ja? Genau. So, wenn ihr diesen Versuch macht, könnt ihr euren Eltern oder Großeltern mal zeigen. Ein spannendes Experiment. Macht es bitte über einem Eimer oder über einem Waschbecken oder so, weil früher oder später macht es Platsch. So.
So, um euch das nächste Experiment mit dem Luftdruck zeigen zu können, muss ich aus dieser Flasche, aus dieser Plastikflasche, den Tee rauskriegen. Und bei der Gelegenheit erzähle ich was über ein Experiment in Afrika. Ja? Seht ihr hier diesen Schlauch? So. Ich hoffe, ihr seht es auch da hinten. Wenn ich diesen Schlauch bewege, dann sieht man, dass der Tee immer gleich hoch ist. Das nennt man eine Schlauchwaage. Und so eine Schlauchwaage hatten wir auch in Afrika. Kennt ihr die Sahelzone? Sahara, Wüste Sahara. Ja? Und südlich der Sahara ist die Sahelzone, das ist auch ganz trocken da. Und die Leute warten das ganze Jahr auf Regen. Nur leider, wenn es dann da mal regnet, dann schüttet es wie aus Eimern. So stark, dass die Erde weggespült wird. Und da haben sich die Entwicklungshelfer überlegt, was kann man da machen? Und haben gesagt, wir machen Mauern. Gar nicht so hoch wie der Tisch hier ungefähr. Steine gibt es da genug. Und damit diese Mauern überall gleich hoch waren, entlang der Berge, hatten die Schlauchwaagen wie diese hier, die waren ein paar hundert Meter lang. Dann hat es geregnet, die Erde wurde in die Mauern gespült, das Wasser ist nicht so schnell abgelaufen und da konnten dann Pflanzen angebaut werden, Mais, Hirse und so weiter und die Leute hatten länger zu essen. So, jetzt mache ich hier mal die Flasche leer. Ja. Ja. Das ist Teewasser, genau. So, wird die Flasche leer. Schlürf, so, geht auch natürlich so, aber... So, und jetzt zeige ich euch, wie stark der Luftdruck ist. Hier ist nämlich heißes Wasser drin. So. Jetzt aufpassen, dass ich mir nicht die Hände verbrenne. Und jetzt fülle ich dieses heiße Wasser ein. Ein bisschen so. Okay. Und ein bisschen schütteln und wieder raus. Und dann schnell zumachen. Und dann drückt der Luftdruck diese Flasche zusammen. Früher habe ich ihm gesagt, da war warme Luft drin, jetzt kühlt sie sich ab, aber es liegt an was anderem. Da drin war nämlich Wasserdampf. Wasser, wissen wir, gibt es als festes Wasser, Eis, flüssiges Wasser und als Gas, Wasserdampf, wenn Wasser ganz heiß ist. Und wenn sich dieser Wasserdampf abkühlt, wird es wieder flüssiges Wasser. Und dann braucht der Wasserdampf oder das Wasser viel weniger Platz und der Luftdruck kann so eine Flasche zusammendrücken. Schlankheitskur für eine Flasche. So, unser schönes Ei schwimmt, weil das Wasser schwerer geworden ist und das Ei leichter ist als Wasser, deswegen schwimmt das Ei. Was macht man, wenn man ein Ei gekocht hat? Was macht man, wenn man ein Ei gekocht hat? Nach dem Kochen, vor dem Essen. Abschrecken, genau. Wissen nicht alle offensichtlich hier? Ich zeige es mal, wie es geht. Also man nimmt das Ei zwischen Daumen und Zeigefinger, Daumen und Zeigefinger, Daumen und Zeigefinger und dann guckt man es scharf an und macht und dann schnell in kaltes Wasser. Ja. Kennt ihr das nicht? Also wenn er am Sonntagmorgen einen Schrei in der Küche hört, macht euch keine Gedanken,
Es ist nur Eier abschrecken. Man macht das angeblich, ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es wirklich stimmt, damit das Ei gut pellen kann. Hier ist ein wunderschönes Ei, geschält, gepellt. Ich möchte das jetzt mit Hilfe des Luftdrucks in diese Flasche reinkriegen. Das Ei ist jetzt ein bisschen zu groß für diese Flaschenhalsöffnung. Aber der Luftdruck kann mir helfen. Wir überlegen, das war ja gerade eine Plastikflasche, die kann sich verbiegen. Aber das ist eine Glasflasche, die verbiegt sich nicht. Mal gucken, wie es damit funktioniert. Also, heißes Wasser. Heißes Wasser rein, heißes Wasser raus. Und jetzt drückt der Luftdruck nur da oben. Und so stark ist der Luftdruck. So. Ja. Heißes Wasser rein, das ist keine dumme Idee, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber kein Problem, der Luftdruck wird mir helfen. Wenn ich mir das so angucke, erinnert mich das an ein Fahrradventil. Ja, Fahrradventil kennt ihr, das ist so eine Kugel. Wenn die Luft in den Reifen rein soll, macht die Kugel auf. Und wenn die Luft wieder raus will, macht die Kugel dicht. Jetzt müsste ich eine Luftpumpe haben, um den Luftdruck da reinzukriegen, dass es wieder rauskommt. Habe ich dabei. Luftpumpe habe ich dabei. Meine Lunge ist eine Luftpumpe. Oh, oh, oh. Oh. Ja. Luft hat Kraft und Luft ist ein, wie die Wissenschaftler sagen, ein Gasgemisch. Verschiedene Gase tun sich da zusammen, Sauerstoff, Stickstoff, Edelgase. Und dann gibt es noch ein Gas, das ist auch sehr bekannt, kennt ihr alle vom Sprudelwasser oder von anderen Dingen. Das ist Kohlensäure, Kohlendioxid, CO2. Hat verschiedene Namen, aber es ist immer das gleiche Gas. Und wenn man sich auskennt und Chemie studiert hat, kann man es schaffen. Kann man es schaffen, Gas in Tüten zu packen. So sehen die aus. Gas in Tüten. Orange oder Himbeer? Orange, gut, alles klar. Gas in Tüten. Man muss aber kein Chemiker sein, um das Gas aus der Tüte rauszukriegen. Man muss die Tüte aufmachen. Und welche Zutat braucht man dann? Wasser, genau. Wasser, schauen wir mal. Ich habe jetzt hier so ein paar Filmdosen. Die sind so ein bisschen ausgeleiert. Ich muss ein bisschen jetzt experimentieren selber, um zu gucken, ob das funktioniert. Sonst habe ich noch eine Alternative dabei. Also, Wasser und Brausepulver. Okay, funktioniert nicht richtig. Ich mache das mal mit was anderem. Ich nehme mir mal so eine Pillendose. Dann nehmen wir jetzt aber doch Himbeer. Ja? Ich habe auch noch Waldmeister und Zitrone. Also, wir haben noch viele Möglichkeiten. So, Himbeer. Himbeer und Wasser. So, gucken.
das jetzt funktioniert. Nee. Was machen wir jetzt? Gucken wir mal, ob das mit diesem Ding funktioniert. Oh. Ja, hat doch irgendwie geklappt. Gut, super. Gut. Noch, nein. Ich mach das nicht nochmal. Nur als, ihr sollt ja die Experimente alle selber machen. Als kleiner Tipp, macht das mit dieser Brauserakete nicht in der Küche, nicht im Wohnzimmer, weil im Brausepulver ist ganz viel Zucker drin. Und das klebt fürchterlich. Macht es draußen oder vor der Garage oder auf der Straße oder wo auch immer. Ja. Jetzt muss ich ein Experiment vorbereiten für gleich. Aber ich will das vor euren Augen machen, damit ihr seht, dass ich da nicht irgendwie schummle. Und zwar ein Papierstreifen. Ich klebe jetzt vor euren Augen mit einem gelben Kleber diesen gelben Papierstreifen zusammen. So, aber nicht so, sondern ich drehe den einmal. Ja. Und damit der gut klebt, habe ich hier so eine kleine Zwinge. Und dann lasse ich den Moment in Ruhe und erzähle euch von Experimenten und von der Vorstellungskraft. Wissenschaftler forschen ja. Und die gucken zum Beispiel ins Weltall. Und dann sagen die, nach langen Forschungen, sagen die, das ganze Weltall, das war mal winzig klein. Wie eine Erbse oder noch kleiner. Und dann hat es Peng gemacht. Und dann ist das Weltall entstanden. Und dann sagen die, ha, das ist zwar schon lange her, aber das Weltall, das dehnt sich immer noch aus. Kann man sich wirklich, wirklich, wirklich schwer vorstellen, dass das so ist. Aber die Wissenschaftler, die sagen das. Ja, muss man ja, ne, die werden schon wissen, warum. Oder die sagen, es gibt Sterne, die haben so eine starke Schwerkraft, dass da nicht mal das Licht wegkommt. Schwarze Löcher. Kann man sich auch schwer vorstellen. Aber wenn man sich was nicht vorstellen kann, heißt das ja noch nicht, dass es nicht so ist. Oder? Und um eure Vorstellungskraft zu testen, habe ich hier dieses Papier zusammengeklebt. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ich dieses Papier, diesen Papierstreifen, der Länge nach durchschneide? Du kannst dir das vorstellen? Gut. Sonst noch jemand? Ja, da noch ein paar. Okay, ich mach's mal für die, die sich das nicht vorstellen können. So. Herr de Vries weiß, dass das Möbiusband ist. Ne? Also wenn man hier Mathe studiert, dann lernt man diese ganzen Sachen. So, also, könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ich es auseinanderschneide? Also, es wird ein längeres Band. Wer hat sich das vorstellen können? Arme hoch. Gut, könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ich das nochmal durchschneide? Wird es noch länger? Noch andere Theorien, andere Hypothesen? Ja, meinst du? Wenn zwei? Okay, schauen wir mal. Jetzt muss ich natürlich länger schnibbeln, damit ich hier durchkomme. Ihr überlegt euch, wird das wirklich länger? Oder geht es auseinander?
Oder was passiert jetzt mit diesem Möbiusband? Na, gleich bin ich durch. Ups. So. Aufpassen. So. Okay. Was ist rausgekommen? Was ist rausgekommen? Ich würde mal sagen, es gibt dafür einen norddeutschen Namen. Das ist Kuddelmuddel. Man sieht nicht genau, was ist da rausgekommen. Aber wenn ich hier an einer Stelle mal das trenne, dann sieht man, es sind zwei Papierstreifen gewesen. Tja, habt ihr euch das vorstellen können? Mal ganz ehrlich. Und das war nur ein Papierstreifen. Universum könnte noch ein bisschen komplizierter sein. Mach sein. So, es gibt Dinge, die kann man so erklären, wie den Luftdruck oder Gewicht von Wasser und sowas. Und es gibt Dinge, die kann man nicht so gut erklären. Und eins von denen ist hier, sind diese Metallstäbe. Das sind zwei Metallstäbe, Eisen. Und wenn ich mit denen mal hier ein bisschen spazieren gehe, ich halte die jetzt so, dass sie sich frei bewegen können. So, frei, ganz frei bewegen können. Und dann gehe ich mal ein bisschen mit denen spazieren und gucke, was passiert. Sie können sich frei bewegen und es passiert nichts. Es passiert nichts. Immer noch nichts, immer noch nichts, immer noch nichts. Ah, hier. Hier überkreuzen sie sich an dieser Stelle. Da überkreuzen sie sich. Ich gehe mal in die andere Richtung. Hier war ja nichts, da passiert nichts. Kann ich schnell gehen? So, und jetzt gucken wir mal hier, langsam. Ah, hier. Immer noch nicht. Ah, hier. Hier überkreuzen sich. Ich bewege die nicht. Die überkreuzen sich von alleine. Ich weiß nicht, was die bewegt, wer die bewegt. Ich weiß nicht. Aber da passiert irgendwas. Und ich kann euch sagen, es haben viele Leute überlegt, was das für Phänomene sind, Wünschelruten und solche Sachen. Man weiß es nicht genau. Aber ich kann euch sagen, wenn man vor 200 Jahren den Menschen erzählt hätte, es gibt da so einen Kasten, wenn man den anschaltet, dann kann man Fußballspiele in England gucken. Oder in Amerika, hätten die Leute gesagt, spinnst ja wohl, gibt's doch, kann es doch gar nicht geben. Oder Röntgenstrahlen, dass man in der Hand reingucken kann und die Knochen sieht. Hätten die Leute gesagt, gibt es doch nicht. Und was ist mit diesen Dingern? Einfach mal ein bisschen forschen. Wer von euch will Wissenschaftler werden? Ja, doch, hier an der Uni, doch einige. Kümmert euch mal darum, ne? Hier diese Sachen. Das ist die gute Nachricht für euch Kinder. Es gibt noch viel zu erforschen. Genau. Ne, es gibt noch viel zu erforschen und da könnt ihr euch mal ranmachen, wenn ihr hier an der Uni seid, später. Es gibt auch ein Forschungsgebiet, das ist wirklich sehr lohnenswert und sehr wichtig und nützlich und es ist naheliegend. Es ist nämlich zwischen euren Ohren. Was ist zwischen den Ohren bei den meisten Menschen? Das Gehirn oder Gehirn, wie auch immer. Das Gehirn ist eine tolle Sache. Da passiert ganz viel und wir wissen eigentlich auch noch nicht so richtig, was da passiert. Wir wissen nur, da passiert bei manchen Menschen doch einiges, bei manchen Menschen weniger, aber das ist egal. Genau. Und ihr braucht das Gehirn zum Beispiel auch, wenn ihr in die Schule geht, zum Lernen. Und für das Experiment brauche ich einen sportlichen Erwachsenen. Sie waren letztes Mal schon dran. Genau. Ein sportlicher Erwachsener. Ne? Ein sportlicher, freiwilliger Erwachsener. Du bist kein Erwachsener, das sehe ich sofort. Bitteschön. Dankeschön. So, es geht um diesen Korken hier an der Flasche. Ich weiß nicht, wer es am besten... So machen wir es hier. Kommt mal hierher. Ich führe es mal vor, worum es geht. Das Ding ist irgendwie... den Arm ausgestreckt halten, auf die Flasche zu und über den Korken rüber schnipsen.
Anlauf nehmen, über den Korken rüberschnipsen, den Arm dabei immer ausgestreckt halten. Das machen wir 9-mal. 9-mal drüber schnipsen und beim 10. Mal den Korken wegschnipsen. Okay? Das Blöde hier, ja, tut mir leid. So, den Arm immer ausgestreckt, das ist wichtig. Okay, und 1. Und 2. Ein bisschen mehr Anlauf. 3. Und 4. Super. Mit 10. Und 5. Und 6. Tänzerisch schon fast. Super sportlich. 7. Und 8. Und 9. Und jetzt. Oh. Ich gratuliere. Warum habe ich gerade gratuliert? Weil wir sind alle Zeugen gewesen, sie hat was gelernt. Wenn man nämlich eine Bewegung oft macht, dann lernt das Gehirn diese Bewegung. Und dann ist es schwer, das anders zu machen. Kleiner Tipp, wenn man die Flasche Wein vorher ausgetrunken hat, geht es besser. Nur für die Erwachsenen jetzt. Ne? Dann lernt man nicht so gut, ganz klar. Ja, das waren schon fast alle meine Experimente. 2 habe ich noch. Und zwar 1, das Gehirn hat ja viele verschiedene Aufgaben. Es steuert die Verdauung, das Atmen, Herzschlag, Achselschweiß, alle möglichen Sachen werden vom Gehirn gesteuert. Und das Gehirn muss damit fertig werden, dass wir 2 Augen haben. Nimm mal bitte alle die Finger hoch, Finger hoch, Finger hoch, Finger hoch und dann führt ihr die Fingerspitzen dicht vor den Augen zusammen und guckt auf die Fingerspitzen und dann seht ihr da ein Würstchen. Und wenn ihr die Augen abwechselnd auf und zu macht, so hin und her kniept, dann seht ihr die Fingerspitzen, die springen hin und her. Und wenn ihr die Augen wieder aufmacht, beide, dann seht ihr, das Würstchen ist wieder da. Das Würstchen ist natürlich nicht wirklich da. Das entsteht im Gehirn. Spannend. Das Gehirn macht Würstchen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges, letztes Experiment. Müsst ihr auch machen? Ihr müsst lächeln. Lächeln, lächeln, lächeln. Was passiert, wenn man lächelt? Die Muskeln und Nerven im Gesicht geben ein Signal an das Gehirn und sagen dem Gehirn, ich lächle. Und dann sagt das Gehirn, ah, ich lächle, dann bin ich ja gut drauf. Und wenn er dann so durch die Gegend geht, lächelnd, Kopf hoch, dann seid ihr gut drauf. Probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr jemand anlächelt, der euch begegnet, lächelt der in den meisten Fällen zurück. Probiert's aus. Danke. Ich habe hier noch Stifte und Autogrammkarten. Gleich bin ich da oben und schreibe wie blöd. Ja, ganz herzlichen Dank an Christoph Biemann. Sehr schön. Diesmal ist er draufgeblieben beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass es ein nächstes Mal geben wird, denn Sie sehen ja, dass alle, vor allen Dingen die Kinderaugen, sehr begeistert sind und Sie haben Spaß am Experimentieren gemacht. Morgen muss der Zucker in der Küche abgewaschen werden und, so, und solche Dinge. Und falls es noch eine Badewanne gibt, die wird heute bestimmt auch noch in Anspruch genommen. 3 Hinweise. Den ersten haben Sie schon vernommen, also Autogramme. Und natürlich auch, wenn Sie möchten, das Buch der Entdeckungen von Christoph. Das kann man gerne draußen im Foyer erwerben. Dann haben wir bald Besuch. Wir haben eben von dem Weltall und von den schwarzen Löchern und so weiter gehört.
Am 21. März wird hier im Audimax abends um 18 Uhr ein wirklicher Astronaut sprechen. Nicht der Alexander Gerst, den kriegen wir bestimmt auch irgendwann mal, aber sein Vorvorgänger, der Dr. Reiter, der wird am 21. März hier sein. Und wer sich für spannende Filme rund um die Mathematik interessiert, am kommenden Mittwoch um 17 Uhr, 18 Uhr, der Film Hidden Figures, das ist ein Film, der insbesondere die Mädchen hier im Raum anspricht, denn das war eine Gruppe von begabten Mathematikerinnen, die den Amerikanern, der amerikanischen Weltraumbehörde NASA, beim Rechnen geholfen haben. Auch ein sehr interessanter Film. Und an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Sven de Vries, der das nämlich alles wieder möglich gemacht hat, und sein Team, Bianca Schröder, Hesse und so weiter.